Hallo Friends, willkommen zu einem neuen Video. Ich hatte euch in dem letzten Video ja gezeigt, dass wir den ganzen Flur gestrichen haben und jetzt beginnen wir mit dem Boden. Also wir müssen den alten jetzt erstmal rausreißen und dann muss ja wieder die Folie drunter und dann kommt der Boden drüber. Und ich bin jetzt gerade noch das Video, was letzte Woche online kam, für euch am Hochladen. Und deswegen bin ich gerade noch ein bisschen am Laptop, aber der Fabio reißt jetzt schon mal den Boden raus und dann helfe ich ihm nachher bei dem neuen. So, der Boden ist jetzt rausgerissen und diese Folie darunter auch. Und jetzt fangen wir an, die neue Folie zu verlegen. Fabio und ich sind jetzt bei... Ich bin ein absoluter Motherfucker, ja. Wir sind jetzt bei seinem Papa zum Essen eingeladen, deswegen machen wir gleich weiter, ne, mein Schatz? Ja, was können wir denn sonst an? Guten Morgen, Freunde, wir haben Monday und es sind schon wieder Lampen angekommen. Irgendwie kommen immer Lampen an, montags. Hast du die Glühbirnen gestern bestellt? Ja. Ah, vielleicht sind es ihre Glühbirnen. Hm, das ist die goldene. Aber warum sollten die einzeln kommen? Wir haben die doch alle bei ich einer Seite bestellt. Mietja? Ist sie heute Morgen reingekommen? Ja. Da habe ich gestern Sorgen gemacht, weil sie hat die fünfmal gerufen und sie kam nicht. Und dann hat sie die Nacht in der Kälte verbracht. Die will wieder trinken. Ey, die ist so komisch, diese Katze. Ich will aber am Wasserhahn trinken. Nicht wundern, dass sie so dreckig ist, hier ist überall Farbe. Ja. Wo steht die? Warte, Mietje muss trinken. 3, 2, 1. Das sind die Lampis. Ja, aber für den nur einen. Hä? Hä, kommen die einzeln vielleicht? Okay, immerhin eine. Hä, voll komisch, ja. Ne? Dass die einzeln kommen. Vielleicht haben die anderen noch vergessen. Nein, also auf der Rechnung stehen alle drei drauf. Ich habe die eh per Rechnung. Aber ist doch gut, dann haben wir schon mal eine für den Flur. Wir haben die hier einmal mit 4 und dann noch einmal mit 2 geholt, weil... Hier kommt die lange rein und hier in dem kurzen Teil kommt dann die kleine, wisst ihr? Ja, ja, guck, die wird aufgemacht. Ah, klar, alles doppelt. Ja, das ist doppelt. Okay. Oh, die ist schön. Die sieht hochwertig aus. Ja. Willst du, die schließen da gleich an, oder? Die schließt gleich an, damit es Licht hat. Gut. Damit ich wieder ich habe einen Stromschlag bekommen. Boah, oh Gott, Junge, ich kann niemanden tragen. Ich habe mich so erschrocken. Ich war auf meinem Bett und habe Animal Crossing gespielt. Und dabei ist überall das Licht ausgegangen. Kennt ihr das, wenn sich so eine Sekunde anfühlt wie 10 Minuten? Weil ich habe so Animal Crossing gespielt und auf einmal geht so überall das Licht aus. Und in dieser Sekunde denkst du über so viel nach. Du denkst so, warte mal, wieso ist jetzt das Licht ausgegangen? Okay, es ist Stromausfall. Okay, Farbe ist gerade am Strom. So, okay, also wisst ihr, was ich meine? So, man denkt in einer Sekunde so viele Sachen auf einmal nach. Und dann habe ich zum Glück gehört, wie Farbe so, ah, aua und so. Aber er hat halt was gesagt, so, weil ich habe so Angst bekommen. Zum Glück ist dann direkt dieser Schalter rausgeflogen. Ja, aber es hat ordentlich geflitscht, mein Herr. Tja, ich habe gesagt, er soll jetzt besser aufpassen. Hallo Freunde, erschreckt euch nicht, dass ich auf einmal so Wimpern habe. Die, die mir nicht auf Instagram folgen, haben das wahrscheinlich noch nicht gesehen. Aber ich habe mir Wimpern-Extensions machen lassen. Ja, deswegen sehe ich gerade auch sehr geschminkt aus. Wir haben tatsächlich schon Samstag. Ich habe die ganze Woche nicht gefilmt, weil wir nichts machen konnten. Wir stecken fest und ich zeige euch jetzt auch warum. Das Letzte, was ihr, glaube ich, gesehen habt, war, dass wir den Boden rausgerissen haben. Und ja, das ist jetzt immer noch so. Der Fabio hatte versucht, da den Boden zu verlegen. Das Problem ist nur, der jetzige Boden ist höher als der davor und wir haben die Haustür nicht mehr aufbekommen. Deswegen konnten wir hier die ganze Woche nichts machen und auch die Lampe, die wir geholt haben, konnten wir nicht anschließen, weil die defekt war. Deswegen konnten wir die ganze Woche nichts machen. Wir waren auch sehr genervt, weil wir natürlich immer vorankommen. Ja, wir haben die Lampe umgeschickt und hoffen, dass wir jetzt eine neue bekommen. Und heute kommt nochmal der Leon vorbei und
gucken, ob der irgendwie eine Idee hat, wie wir das machen können, weil das ist echt so nervig. Wir wären jetzt eigentlich schon lange mit dem Flur fertig. Ja, aber auf jeden Fall, wir haben die Küche bestellt, die kommt Anfang März. Bis dahin müssen wir natürlich den Flur fertig haben und auch die Küche. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Und wir dachten so, okay, wie beschissen kann diese Woche laufen. Aber wir sind heute Morgen aufgewacht und haben eine positive Nachricht. Der Neffer wird eine E-Mail bekommen, dass wir heute schon, also jetzt ab heute schon unser Bett abholen können. Eigentlich dachten wir, das kommt erst übernächste Woche. Aber anscheinend können wir es jetzt heute schon abholen. Deswegen, ja, haben wir uns jetzt schnell fertig gemacht und machen uns jetzt auf den Weg. Wir haben noch ein paar Kartons und den ganzen alten Boden im Auto und bringen das jetzt erstmal zur AWB. Und dann gehen wir unser Bett abholen. Ich bin so happy. Wir haben zwar noch den Topper bestellt, der kommt erst am Mittwoch. Aber egal, ich denke, wir werden heute trotzdem schon das Bett aufbauen. Und darin heute Nacht das erste Mal schlafen. Ich freue mich. Ich hatte auch eine Fläche geholt. Die kann ich euch auch mal gerne zeigen. Also ich wollte schon gute Bettwäsche, aber die ist schon sehr teuer, deswegen habe ich nur eine davon geholt und den Rest wollte ich auf jeden Fall günstiger holen, aber ich zeige euch mal. Wir müssen gehen. Ja. Hä, du hängst eine Stunde auf dem Klo und sagst mir jetzt, wir müssen gehen. Auf jeden Fall ist die von Wolkenfeld. Ich weiß, ich habe das schon ein paar Mal vorher gehört. Und ich wollte es einfach... Okay. Salut. Ja, wollte es jetzt einfach mal ausprobieren. Die soll extrem weich sein. Das sind jetzt. Nee, da merkt man das nicht. Da fühlt es sich nicht gut an. Ew. Ja, wir warten, dafür können sie immer noch umschieben. Ja, da fühlt es sich echt scheiße an. Aber die sah gemütlich aus und die hat voll die gute Qualität. Die war echt teuer. Also, wenn die mir nicht gefällt, dann schiebe ich die rum. Aber ja. Ich muss bei Ikea noch ein paar bestellen. Alhamdulillah. Hör auf, so zu sagen. Inshallah. Ey. Mashallah. Ich hab Lippenstift drauf! Ich küsse dich überall, dass du das alles überall hast. Zeig. Komm, 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 komm noch. Nein? Nein, nein, nein. Ja, nee. Dann Pech. Ah! Lass mich, du Dummer. So, wir sind jetzt wieder beim Bauhaus. Ich weiß nicht, wie oft waren wir denn jetzt hier beim Bauhaus? Wir gehen öfters Bauhaus als einkaufen, das ist schon krass. Ja, aber wir wollen jetzt für den Eingangsbereich eine dünnere Folie holen, ne? Ja, wir schauen jetzt erstmal, was wir so holen. Kannst du einmal bitte normal sein? Ich kann nicht. Ich bin einfach dumm. Gut, dass du das erkennst. Ja, damit das halt nicht so hoch ist und die Tür zugeht. Hoffentlich kriegen wir das hin. Guckt euch den an. Hast du Tetris gespielt? Aber hat nicht geklappt. Oh mein Gott. Wir haben jetzt eine dünnere Folie geholt, die kostet einfach 30 Euro. Diese Scheiße regt mich so auf. Ne? Von der Frau wird da hinten gerade einen größeren Lieferwagen gefunden, weil hier passt nicht unser ganzes Bett rein. Wir haben ja jetzt gerade nur den Müll weggebracht, den wir hier hatten. Und deswegen holt der sich jetzt den größeren Wagen und ich fahre hier mit dem Auto weiter. Ich fühle mich ein bisschen Trucker, wenn ich damit fahre. Und dann treffen wir uns bei Segmüller. Und dann fahren wir das Bett nach Hause. Mal gucken, ob wir es jetzt gleich direkt schon aufgebaut bekommen. Und dann kommt, wie gesagt, der Leon, hilft uns beim Boden. Und die Judith kommt auch heute. Und mit der fahre ich dann noch zu Ikea und gucke dann nochmal nach Bettwäsche wahrscheinlich. Weil wir können die Jungs eh nicht so helfen beim Boden. Ja, deswegen. Ich fahre jetzt zu Sigmunda erstmal. Oh my goodness. Unser Bett. Komm, wir müssen reingehen. Yalla, Habibi. Dieses Drecksbett. Was sagst du, Mann? Guck mal, Schatz. Du bist einfach ein Spaß hier. Meine Judith und ich sind jetzt bei Ikea. Der Fabi ist gerade mit dem Leon den Boden zu Hause irgendwie am Verlegen. Also die versuchen es im Flur hinzukriegen mit der Tür. Wir haben ja eben eine dünnere Folie gekauft. Ich hoffe, das klappt. Oh, die gucken mich an, wie unangenehm. Das Bett haben wir auch eingeladen, also ins Zimmer gebracht und müssen den gleich aufbauen. Aber ja, wir gehen jetzt erstmal zu Ikea und wir kaufen Bettwäsche. Tschüss. So, wir sind wieder zu Hause. Leon und Fabi haben hier schon mal den Boden verlegt. Anscheinend klappt es jetzt. Und Judith und ich versuchen jetzt das Bett aufzubauen. Ich glaube, es wird. Also die Jungs trauen uns das nicht zu. Sollen wir es ihnen zeigen, Judith? Wir zeigen es ihnen, dass wir das können. Ja. Ja, wir zeigen ihnen das. Wie die Griffe. Boah, ey Leute, Judith und ich haben zusammen die Griffe gemacht für den Kleiderschrank. Und das war.
war ein bisschen schief. Es ist immer noch ein bisschen schief. Aber wir haben es schon ein bisschen, also wir haben es schon hinbekommen. Weil da waren so groß, vielleicht haben wir gedacht, dass man das voll sieht, aber es geht. Man sieht es nicht zum Glück. Der Akku ist gerade leer gegangen. Auf jeden Fall haben wir jetzt gerade die ganzen Betten ausgepackt. Das war so viel Müll. Ich habe 4 Müllsäcke, glaube ich, voll gemacht. Wir müssen noch das hier auspacken, aber wir machen diese Bettteile jetzt erstmal an das Ding hier. So, das Bett steht. Der Topper fehlt noch. Der kommt erst am Mittwoch. Aber so sieht es jetzt aus und jetzt beziehen wir das auf jeden Fall erstmal. So, das Bett ist fertig. Boah, sieht echt viel geiler aus. So, Freunde, wir haben heute Sonntag. Ich liege gerade in unserem neuen Bett. Wir haben heute die erste Nacht drin geschlafen. Und es war noch ein bisschen hart, weil wir haben ja noch keinen Topper. Und ein Topper macht das Ganze natürlich immer weicher. Und die erste Nacht ist, glaube ich, sowieso immer so, man muss es erst ein bisschen einliegen. Wir haben jetzt auch schon eine harte Matratze, also Fabian und ich haben eine getrennte. Wir haben das ganze Bett ja bei Sigmüller anfertigen lassen. Und da konnten wir uns eben die Farbe aussuchen, auch hier die Musterung von dieser Rücklehne. Und wir haben uns auch ausgesucht, dass er seinen Bettkasten hat, das kann ich euch gleich alles zeigen. Und halt eben auch, dass wir 2 verschiedene Härtegrade von der Matratze haben. Also Fabian hat eine härtere Matratze als ich. Weil er natürlich auch mehr wiegt als ich und er würde halt bei mir einsinken und das wäre halt nicht so gut für seinen Rücken. Und hätte ich so einen harte wie er, wäre es mir zu hart, deswegen haben wir das halt getrennt gemacht. Und falls ich jetzt auf der Seite schlafen will und Farbe auf der hier, könnten wir die Matratze auch einfach drehen, also es wäre auch gar kein Problem. Aber ich würde sagen, ich zeige euch das Bett erstmal. Hier ist es jetzt noch ein bisschen unordentlich, ich muss das gleich aufräumen, da nehme ich euch auch mit. Auf jeden Fall steht das Bett jetzt so hier. Es kann sein, dass das noch ein Stückchen weiter da an die Wand kommt, aber wir müssen erstmal gucken, wenn die Nachttische da sind, wie breit die halt sind. Auf jeden Fall ist das jetzt unser Bett. In echt sieht es irgendwie viel größer aus als auf dem Video. Mietje liebt auch unser Bett und sie passt so gut hier rein von der Farbe, ne? Ja. Die mag sie richtig gerne. Auf jeden Fall sind wir richtig, richtig happy mit dem Bett und ich finde, die Lampe passt auch voll gut dazu. Wir haben jetzt gerade die Bettwäsche hier von Wolkenfeld drauf und ich muss sagen, die war auch echt angenehm und auch das Plümmel, was wir da drin haben, ist von Ikea. Es war auch richtig schön muckelig warm, genauso hier das und den Bettbezug haben wir bei Ikea geholt. Also eigentlich das ganze Innenleben ist von Ikea und halt eben der Bettbezug. Ich habe die ganzen anderen mal in die Wäsche getan, damit die auch frisch gewaschen sind. Und ja, das ist unser Bett. Auf jeden Fall haben wir hier auch noch Bettkasten drin. Ich zeige euch das mal auf der anderen Seite, sonst fällt Mietje runter. und zwar, hier seht ihr, sind so Griffe. Und dann kann man das hoch machen. Und dann hat man hier eben Stauraum. Also das hat man dann auch wirklich auf beiden Seiten. Ich tue dann hier die ganze Bettwäsche und so rein. Hier sind jetzt noch die Kartons, falls wir das umtauschen wollen. Aber ich fand es jetzt ganz gemütlich. Und ja, das ist uns halt echt wichtig gewesen, dass wir hier auch Stauraum haben. Und das kann man dann einfach wieder runterdrücken. Also ich bin richtig happy und es ist richtig gemütlich und schön. Und ja, wir lieben unser neues Bett. Du auch, ne Mietje? Ja, und wie gesagt, die Lampe, sie sieht halt so aus, also man sieht auch die Glühbirnen, deswegen haben wir so Vintage-Glühbirnen genommen. Weil man die jetzt sieht, dass sie auch schön aussehen. Ich zeige euch das jetzt mal, wie die aussieht, wenn die an ist. Und zwar sieht das so aus, also die gibt auch schön warmes Licht ab. Und wir wollen halt noch schöne Vorhänge dahin machen, dass es so ein bisschen gemütlicher aussieht. Wir überlegen auch noch, ob wir die Wand hier streichen, aber das müssen wir mal gucken. Und genau, hier kommen dann 2 Nachttische hin. Wir haben uns für welche entschieden, die nicht auf dem Boden stehen, sondern so welche, die hängen und das nur eine Schublade. Die kommen aber noch an, die zeige ich euch dann. Und ich habe auch schon Nachttischlampen geholt, die sind auch von Ikea. Ich habe gerade mal ein bisschen heller gemacht, die Kamera. Dann seht ihr nämlich, dass hier so ein Marmormuster, also ein Marmormuster ist. Wir mussten die bei Ikea auspacken, um zu sehen, wie halt die Marmorierung ist. Weil bei manchen war gefühlt gar nichts, bei manchen voll doll. Wir haben es so genommen, dass es so ein bisschen ist. Und dann haben wir die Glühbirnen dazu gemacht. Die leuchten auch richtig schön, die sind so ein bisschen gräulich. Ich kann die mal anschließen, dann zeige ich euch das. Wartet. Die kommen dann nämlich auf die Nachttische bei uns beiden. Ja, so leuchtet die dann. Das sieht irgendwie ein bisschen... Also komisch aus auf der Kamera, aber
ja, es ist echt schön. Also so ein bisschen Vintage-Style und ich finde es gemütlich und ich finde den Draht darin schön. Also ja, ich freue mich, wenn wir die dann auch aufstellen können. Und wir wollen die auch mit Alexa verbinden, zum Stecker, dass wir die halt auch so steuern können. Ne? Das fanden wir ganz cool, weil das haben wir jetzt halt bei der, aber die steht da nur provisorisch. Und ja, ich wollte jetzt die ganzen Kisten, da sind noch Schminksachen drin und sowas, wollte ich in den Bettkasten tun, weil da ist ja jetzt noch Platz, damit hier halt, damit das einfach ordentlicher aussieht. Und dann sind die Jungs gestern, haben ja mit dem Flur weitergemacht. Das hat auch jetzt endlich geklappt mit der Tür. Ich habe das jetzt nochmal angesteckt, dann könnt ihr es besser erkennen. Auf jeden Fall haben die an der Tür diesen Windschutz rausgenommen. Dann ist das so ein bisschen höher. Und hier ist eine dünnere Folie drunter und ab hier ist dann die ganz normale Folie. Wir haben es jetzt nur bis hierhin verlegt, weil wir konnten gestern Abend wieder nicht so laut sein. Und müssen halt jetzt noch den Rest verlegen. Ich denke mal, wir sollten das bis Mitte nächster Woche geschafft haben. Und ja, das ist jetzt gerade noch das Wohnzimmer. Hier stehen wieder die ganzen blauen Säcke. Wirklich, wir könnten jeden Tag zur AWB fahren. Das ist so anstrengend. Den Boden werden wir jetzt auch verarbeiten im Flur. Dann ist das auch wieder leerer. Also es so nach und nach wird es halt immer ordentlicher, sag ich mal. Ich finde hier den Essbereich aber eigentlich ganz schön. Also wir haben hier schon ein bisschen dekoriert. Ich habe hier die Kerze und die Vasen so zum Geburtstag bekommen. Und dieses Fell hier hat meine Mama mir eben geschenkt. Ich weiß gar nicht, woher die das hat. Ich eben geguckt, dass irgendwo steht. Ich muss sie mal fragen. Das ist echt mega weich. Die hatte das zweimal geholt und ich habe das jetzt auch hier hingelegt. Ich weiß nicht, ob ich es hier lasse, weil das ist so ein bisschen Ton in Ton. Aber ich finde, es sieht trotzdem ganz schön aus mit der Deko. Also, ja, diese Woche hat halt nicht so toll angefangen, sage ich mal. Weil wir echt gemerkt haben, Mist, das mit dem Boden wird schon ein Problem. Aber sie hat jetzt zum Glück gut geendet. Ich bin sehr froh, dass wir das mit dem Boden gelöst bekommen haben und es jetzt weitergeht. Auch wenn es das jetzt irgendwie so ein paar Tage gekostet hat. Aber ja, so ist das halt manchmal, ne? Man kann ja nicht alles so durchplanen und da kommt halt mal was dazwischen. Und ich bin halt mega, mega froh, dass wir jetzt das Bett schon haben. Das macht schon so viel aus. Es sieht so viel besser aus, wirklich. Und das gibt einem schon so ein bisschen das Gefühl von, dass es halt jetzt weitergeht und immer mehr alles zur Form annimmt. Und wir haben ja, wie gesagt, gar nicht mit gerechnet. Wir dachten ja auch, also eigentlich sollte das Sofa und das Bett in der gleichen Kalenderwoche kommen, beide in der 7., also Mitte, Ende Februar. Und deswegen sind wir mega happy, dass es jetzt so spontan doch geklappt hat. Der Fabio trifft sich gerade mit Freunden und ich habe gerade die Wäsche gemacht. Und ja, ich wollte jetzt die ganzen Sachen aus den Kisten, Bettkasten räumen. Ich könnte jetzt aber auch einfach schlafen, ich bin so müde. Ach ja. Ich habe jetzt die ganzen Sachen hier reingetan. Ich habe da hinten meine Bücher. Hier habe ich meine Nagelsachen. Dann habe ich hier noch Schminksachen. So ganzen Paletten und so. Dann habe ich da hinten meine Haarsachen, also Lockenstäbe, Bürsten, Handtücher und so. Hier habe ich noch ein paar Küchensachen, die wir halt erst wirklich auspacken, wenn wir die neue Küche haben. Und ja, halt einfach so Krimskrams und ein paar Parfüms und so. Und in Farbe ist halt jetzt noch nichts. Ich hole jetzt noch eine Kiste unten aus dem Keller. Weil da habe ich noch so Unterlagenordner und so. Oh Gott. Und die tue ich dann in die andere Seite. Und dann räume ich hier alles schön auf. Und dann zeige ich euch gleich, wie es aussieht. So, ich habe jetzt, soweit es geht, aufgeräumt. Hier stehen jetzt keine Kisten mehr. Nur noch die hier von Fabio. Aber das ist ein bisschen schwer, die wegzuräumen. Auf jeden Fall habe ich gerade meine Galaxy-Sternlampe hier gemacht. Hier aufgestellt. Ich finde, das sieht so schön aus. Ich fange jetzt an, mein Video zu schneiden und beende deswegen das Video. Es ist jetzt leider nicht so viel passiert und ich glaube, das Video ist auch nicht so lange. Aber ja, trotzdem ist ja eine große Neuigkeit da. Also sieht man schon mal einen großen Unterschied. Ich finde, so ein Bett macht schon echt viel aus. Und ich bin echt so gespannt, wenn alles fertig ist. Es ist auch so cool, dass ihr alle so mitfiebert und so und euch so freut, wenn alles fertig ist. Das wird natürlich noch alles ein paar Wochen dauern. Aber es wird irgendwann so sein und darauf freue ich mich auf jeden Fall sehr. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich würde mich natürlich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr ein Abo da lasst. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich habe euch ganz so lieb. Und bis nächste Woche.